Moinsens. Und Servus. Willkommen zurück, Boy. Maul. Was laberst du? Moinsens. Servus. Bonjour. Willkommen zurück bei Riesen 1. True Riesen. So, ich glaube, wir sollten uns langsam mal in die Koje hauen, aber wir reden nochmal. Wegen deines Lagers. Wegen deines Lagers. Besorg dir dein Fleisch. Ich besorg dir dein Fleisch. Na, endlich mal einer, der anpacken will. Ich brauche 10 Keulen rohes Fleisch. Wenn du mir das Fleisch bringst, kriegst du ausnahmsweise auch ein wenig Gold von mir. Na dann. So, wer von den Jungs hier ist überhaupt ein Anführer? Wer von den Jungs hier ist denn überhaupt ein Anführer? Geh und rede mit ihnen. Du wirst schon sehen, wer hier was zu sagen hat und wer nicht. Übrigens. Broger zwingt den Jäger Sam für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogers Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen. Was glaubt Broger eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Ich schon wieder. Ich will das Fleisch. Broger versagt den Arbeitern Hilfe gegen die Gefahren aus dem Sumpf. Dieser Mistkerl. Hab ich's mir doch gedacht. Der soll bloß so weitermachen. Gut, danke für die Nachricht. Mach weiter so. Ich hab das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Wir werden sehen. Okay, viel zu tun hier. Hallo Schurke. Ich will es nicht hören. Du Sonst machst das gibt's schon. Nichts. So, wer bist du? Beppo, hallo. Hallo. Was stehst du hier in der Gegend rum? Geh Kisten schleppen, aber zack, zack. Maul. Eine Menge netter Leute hier im Lager, ja. Pass bloß auf. Was du. Soll das heißen? Willst du etwa, dass ich dich beim Don melde? Was ist denn los mit euch, ey? Was ist dir über die Leber gelaufen? Alle so nice, ich brauch mal die wieder. Artefaktkisten, und zwar schnell. Hawkins hätte mit seinen Arbeitern schon längst liefern müssen. Vielleicht hätten wir nicht so einen alten, tattrigen, herzkranken Zausel mit dieser Aufgabe betrauen sollen. Ach der. Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Was machst du überhaupt? Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Ich rede von mir und dem Don natürlich, du Spinner. Der Don will, dass die Artefakte aus den Ausgrabungen und alles, was aus Gold ist, bei mir abgeliefert wird. Das macht dich ziemlich wichtig, was? Hüte deine Zunge, sonst lasse ich dich auspeitschen. Was ist dieser Ton hier? Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Artefakte, du dämlicher Kerl! Oh Junge, halt doch dein Maul, ey. Alles, was die Arbeiter ausgraben, packen sie in die Kisten. Wir haben schon wahre Kostbarkeiten hier in den Tempelruinen gefunden. Aber lass dir bloß nicht einfallen, den Goldkram zu klauen. Der Don würde dich zur Rechenschaft ziehen. Ich krieg ja schon richtig Angst. So, ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Mal. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Du Brenner, heftig. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack. Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Wo sind deine Scheißkisten? Ich liebe Piranha-Walze. Wo sind deine Scheißkisten? Die stehen bei den Ausgrabungsstellen. Die Arbeiter da sollen sie hierher liefern. Eine Schande, dass das nicht schon lange passiert ist. Ja. Wolltest du was? Nö, gar nicht. Geht noch so feines hier. Automatische Speise. So, hier geht's wohl rein zum Don. Hallo, Mach Kämpfer. Mach dich nützlich. Grüß dich. Darf man hier rein? Halt! Keinen Schritt weiter. Wie sieht's aus? Ich hab keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich muss aufpassen, dass Typen wie du nicht ohne Erlaubnis zu Don Esteban reinspazieren. Also mach, dass du wegkommst. Wie bekomme ich denn die Erlaubnis? Mit Don Esteban zu sprechen? Estebans Frau, Rachel, entscheidet, wer hier rein darf und wer nicht. Verstehe. Geh zu Sam oder Hawkins und lass dir Arbeit geben. Aber geh mir nicht mehr auf die Nerven, klar? Okay. Moin. Oh. Ist ja draußen, ne? So, was geht hier eigentlich? Kann man hier hochklettern? Oh, lol. Was habe ich denn jetzt entdeckt? Oh, sexy Minze. Darf ich die Hühner schlachten? Das würde nämlich... Oha, er hat ein... Ja, warum hast du das gemacht? Warum nicht?
Fat Meat. Ah, das falsche Meat. So, zu dir komme ich gleich. Lass mich erstmal die Umgebung looten. Ehre. Hola, Danny. Was machst du denn hier oben? Mich verstecken. Mit Feuer. Wovor? Du bist ein Arbeiter, nochmal. Du bist ein Arbeiter. Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werd ich auch nicht mehr. Erzähl mir was über deine Arbeit. Erzähl mir ein bisschen was über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Das kann jeder, auch du. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Weißt du was über ein goldenes Schwert? Was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? Hab davon gehört. Ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben. Ach. Ja. Ich wollte es gerade bergen, da kamen diese riesigen Insekten. Verstehe. Krass, wovor versteckst du dich? Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Ah. Tue ich auch immer. Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Wer von den Kämpfern ist denn für die Ausgrabungsstelle zuständig? Wer von den Kämpfern ist denn für deine Ausgrabungsstelle zuständig? Ricardo ist mir zugeteilt worden. Er war aber lange nicht mehr da. Naja, er wird bestimmt bald wieder an der Ausgrabungsstelle auftauchen. Wer weiß. So, ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte, tu das. Ich warte so lange. Deine ekligen Insekten sind, by the way, weg. Das waren die Viecher, du kannst wieder zur Deine Arbeit. Ekligen Insekten sind Freut weg. Ihn nicht. Du kannst wieder zur Arbeit. Sind sie auch wirklich nicht mehr da? Nein, wirklich nicht. Na gut, ich glaube dir. Dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen, was? Schon mal was von Arbeitsschutzgesetz gehört, Leute. Let's go. Ach, da unten ist die Arena, ne? Stimmt, die Kämpfe muss ich auch noch austragen. Lecker. Oh, yeah. Hier ist die Arena. Nice. Die guten alten Arena-Fights. Die kennen wir schon aus Gothic 3. Und auch aus Gothic 1, theoretisch. Alter, Gothic 1, die Arena-Fights im alten Lager. Fucking Weste. So. Alter, nie wieder in die Luft springen. Ehre. So, was kann ich mir hier gönnen? Hier gab es auch noch Pflanzen oder so ein Krams. Oh, Bier. Wer stellt denn hier so einen richtig geilen Humpenhelles einfach so mitten in die Öffentlichkeit? Ganz seelenallein verlassen. Was soll denn das? Was sind denn das für Zustände hier? So, wo kann ich mir jetzt hier mich aufs Örle hauen? Handlanger, Handlanger. Dwight. Oh shit, den muss ich auch wahrscheinlich. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Ein bisschen antreten hier. Es sind schon zu viele gestorben. Wie viele? 10? Oh, Käse. Oh, Käse. Eine Rübe, lecker. Und eine schöne Möhre. Das sind gut für die Augen. Die Beschreibungen sind auch sehr nice manchmal. Muss man drauf achten. Das Hallo. Es reicht, du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit, du Knilch. Es reicht. Du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Wow. Oh, tja. Wenn du mich so nett bittest, ich gehe ja schon. Das war voll der Waste. Du, das ist gerade ganz schlecht. Mann, ey. Was ist mit Hast dir? Du keinen anderen, den du vollquatschen Wer kannst? Wer ist eigentlich Ricardo nochmal? Darf ich mich hier hinlegen? Nö, ne? Let's go. Oh. Was willst du hier? Ach, ich wollte mich nur umgucken. Oh, so schön diesig am Morgen, so muss das sein. So, was geht? Dwight arbeitet Dwight wieder. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Ah, verpiss dich, Mann. Wo willst du hin? So, Danny arbeitet wieder. Danny arbeitet wieder. Ja, gut.
Hab's registriert. Ist dir egal, was? Naja, nicht ganz. Danke. Nimm dies. Okay, sonst noch was? Ich hab auch noch anderes zu tun. Wer bist du überhaupt? Was ist? Handlanger, du arbeitest wieder, ne? Geht hier eigentlich ab? Nanu, bist du dieser Ricardo, von dem alle reden? Muss ich dich auch prügeln? Louis, ach so, nee, das, von dem hat man mir erzählt. Hallo. So allein hier draußen? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja, schrei doch nicht so. Ganz blau bin hier doch draußen. Nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Du suchst deine Bierflasche? Du suchst deine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier. Digga. Richtig. Pflichtbewusst hier, du bist Sternhagel-Vollkollege. Du bist Sternhagel-Vollkollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wart nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, die Weichen. Sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann. Die weißen Jungs vom Inquisitor. Sag ich doch. Ehre. Ehre. Was weißt du über die? Alter, willst du echt jetzt von dem Informationen? Was weißt du über die Weißen? Die fegen das ganze Land und machen alles kaputt. Hm. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Digga. Verstehe. Diese Synchronarbeit wieder. Diese verdammte Bierflasche. Meinst du nicht, dass du einen langsam mal genug hast? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann gar nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Wenn du da mal ein paar Tage verbracht hast, dann fängst du auch an zu saufen. Glaub mir. Lol. Was stimmt denn nicht mit denen? Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrabben. Alles Arschkrampen. Die bescheißen sich da gegenseitig. Kannst dich auf keinen verlassen. Ich traue dir jedenfalls keine mehr. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger. Hm. Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie. Erzähl mir mal mehr über ihn. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Brogar nur die Kämpfe unter sich. Aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Brogar will den großen Don ablösen. Verstehst du? Oh. Scheinst eine Menge über Broger zu wissen, Freundchen. Du scheinst eine Menge über Broger zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Broger. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Oder habe ich was von? Du verstehst schon. Ja, ja. So, ein Bier für eine Information. Ein Bier für eine Information. Klar. Ja, damit. Habe ich genug von. Alter. Die Flasche bekommst du umsonst. Nee. Wie schafft es Broger, dass alle Angst vor ihm haben? Ja. Wie schafft es Broger, dass alle Angst vor ihm haben? Ein Falschpinsel. Das ist ganz einfach. Er ist der stärkste Kämpfer im Lager. Den hat noch keiner umgehauen. Aha. Wie kriege ich Broger dazu, dass er mit mir mal in die Arena steigt? Holy. Ja. Wie kriege ich Broger dazu, dass er mit mir in die Arena steigt? Das ist doch nicht dein Ernst. Der macht Kleinholz aus dir. Ja, ja. Erzähl mir lieber, was ich wissen will. Das Einzige, was den Kerl aus der Reserve... Ne? Aus der Reserve lockt? Genau. Ist Angst. Angst, seine Macht
Vorstellung, im Lager zu verlieren. Wenn einer kommt, den alle respektieren, wird er aufmerksam. Mach all seine Krämpfe in der Arena platt. Und er will selbst testen wollen, wie gut du wirklich bist. Verstehe. Hier, Bruchstücke des goldenen Schwerts. Hier, was weißt du über die Bruchstücke des goldenen Schwertes? Ich füll den ab, ey. Pass auf. Die sind hier überall verteilt. Craig hat eins. Ich hab ihn schon mal gesehen. Und der Idiot. Wer? Na, der Kämpfer Durgan. Große Fresse, nix dahinter. Der Idiot, der hat auch eins. Und der blöde Broger, klar. Der sitzt da drauf wie eine Glucke. Man müsste ihn schon umhauen, um da ranzukommen. Ja, geil. ja. Ach ja, ich hab auch eins. Ja, hallo. Ach, sag bloß. So. Ein Bier für das goldene Bruchstück? Ein Bier für das goldene Bruchstück? Nur eins, das ist mindestens zwei wert. Hier hast du zwei Bier. Ich konnte dich auch umklatschen. Gut. Hier hast du zwei Bier für das goldene Bruchstück. Du bist in Ordnung, Kollege. Hier hast du das Ding. So, du kannst mir aber noch weiterhelfen. Ein Bier, ne? Für eine Information. Du Spaßvogel, hast gar kein Bier dabei. Oh, scheiße. Hol was. Okay, sollst du nicht eigentlich jagen gehen? Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh, Mann. Jetzt fängst du auch noch an. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Stall verrenken? Nee, lass mal. Ich trink mir mal lieber einen. So, ich hab kein Bier mehr, da muss ich dich wohl dazu prügeln. Wenn du nicht jagen gehst, werde ich dich dann verprügeln. Wenn du nicht jagen gehst, werde ich dich dazu prügeln. Jetzt wirst du schon wieder so ungemütlich, Alter. Ich sag dir mal was. Wenn du so erpicht bist, dass hier gejagt wird, dann mach es selbst. Du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Furcht. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du? Let's go. Also gut, ich erledige die wuseligen Viecher. Schade, dass es da keine Option gibt mit, ich hau dir trotzdem auf die Fresse. Aber das kann man natürlich eigenhändig machen, ne? Mal, was gibt's hier überhaupt? So, jetzt kann ich mich hier mal auch mal im Sumpf blicken lassen. Das ist der Damm, ne? Ein Damm, whatever. So, was bist du eigentlich für ein Geselle? Hier gibt's das Ding aus dem Sumpf, Alter. Moorleiche. Na, die sind... Ja, die sind heftig. Ich erinnere mich noch. Ich klatsch dich. Ja. Wenn die nicht so gut im Blocken werden, ne? Ja. Friss mal mehr. Hä,
Penner, was weißt du aus? Aua! Renn doch mal schneller. Nimm dich in Acht! Ja, hilf mir! Lol. Kannst du nicht aufpassen? Was heißt, kannst du nicht aufpassen? Siehst du nicht, dass das ein Monster ist? Ja, jetzt auf ihn. Sag mal, spinnst du? Das ist meiner. Wie, wenn der mir die XP klaut? Oh nein! Da war ich zu greedy. Da war ich zu greedy, ey. Aber es ist eine gute Idee, den daher zu locken. Ah, Mann. Ich trottel. Wo war er denn? Hallo. So. Oh Gott. Komm mal her. Komm her. Moorleiche, ey. Ganz toll. Nimm dich in Acht! Ja, hilf mir. Los. Ja, genau. Kannst du nicht aufpassen? Au, sag mal, spinnst du? Hier ruf. Sorry. Hab ich aus Versehen ihn getroffen, ey. Immer feste drauf hier. Was ein Gammelviecher. Ja. 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 Yes. Meiner. Was hab ich? Kaltes Herz. Geil. Was geht Lass bei dir? Lass dich nicht aufhalten. Oh, der hat da schon aber ein bisschen zugesetzt, ne? Sah schon gesünder aus, Freundchen. Ah, was es hier wohl gibt. Was haben wir denn hier Feines? Hier ist was vergraben. Na, dann komm mal hier, ey. Das sieht einmal witzig aus, aber wenn man es immer wieder machen muss, oh Mann. Kann man auch nicht skippen oder so. Irre. Boah, geil. Ach, Maul. Wer nervt denn da hinten? Grünblatt. Ah ja, hier war ja dieser komische Keck, ne? Dieser Feudel. Wo geht's hier eigentlich lang? Oh, hi. Das ist eine Real-Stachelratte, ne? Ja, ich werd besser, man sieht's. Vorhin, als wir hier in den Sumpf reingekommen sind, gar nichts los, Alter. So, was kann man jetzt mit dir eigentlich machen? Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Hawkins hat mich beauftragt, dich zur Arbeit zu bringen. Verdammt, hab ich es doch gewusst. Ich gehe aber nicht, das kannst du vergessen. So, muss ich dich erst prügeln? Muss ich dich erst zur Arbeit prügeln? Schlag mich ruhig. Nichts kann schlimmer sein, als von den Geistern der Ahnen erwischt zu werden. Solange ich keinen Schutz gegen die Ahnengeister habe, gehe ich... Ich hab dieses Gammelamulett. Such dir einen anderen Idioten für den Job. Nimm doch Dwight. Der hat sowieso nie was zu tun. Ich bleib jedenfalls hier. Gut, dass ich das nicht verkauft habe hier. Ich hab hier etwas zu deinem Schutz. Ich hab hier etwas das ist zu deinem Schutz. Stück Knochen. Du willst mich doch bloß verarschen. Was ist es denn? Tja, es ist ein Amulett. Und sagt, ja, es soll böse Geister verjagen. Wirklich? Dann her damit. Zeig mir das Amulett. Klar. Hier hast du's. Ja, das ist es. Ja, moin. Endlich. Das wird mir helfen. Ich spüre seine magische Wärme. Natürlich ist es warm. Ich hatte es in meiner Tasche. Mhm. Was? Wie meinst du das? Vergiss es. Gehst du jetzt wieder?
Gehst du jetzt wieder graben? Vielen Dank, mein Freund. Alter. Nichts lieber, als dass ich grab dir alles aus, alles. Fang erst mal mit deiner Ausgrabungsstelle an. Aber natürlich, ich mach mich sofort an die Arbeit. Ja, hier gibt's vielleicht Lelex, ne? Na gut, wer lebt auch im Sumpf, ne? In anderen Filmen, in so Echtzeit, dann sind da immer auch so Hillbillies oder irgendein anderer Schwachsinn. So. Was gibt's hier, wo ich noch nicht war? Gut, ich habe jetzt erfahren, auch wo die anderen Teile sich befinden könnten. Der Knauf gehört ja dem... Ach du Scheiße. Oh nee, Wurmalarm. Moin. Ich nehme nur eine auf. Aber gut, das wird schwierig werden. Ich glaube, die ragen im Rudel, oder? Ja. Ach, die sind wuselig. Dann sind sie so gemarkert, dann weiß man, was Questviecher sind und was nicht. Ich glaube, ich muss mich auch mal heilen. Alter, verpisst! Oh ja, genau. Ich kann mal wieder... Wie viel Schaden macht mein Bogen eigentlich? Wozu habe ich denn eigentlich einen Bogen? Mal wieder hier Heiltränke oder so, aber nur für den allernötigsten Notfall hier. Oh, oh. Gut zum Kiten halt, ne? Normal. Aua. Hallo. Achtung! Lauf um mein Leben. Da hilfst du mir auch mal? Nö, ne? Du schaffst es. Gut so. Yeah, boy. Es waren nur drei. Ja. So, wo war die andere da? Was mache ich mit dem Rottwurm da? Ja, der ist noch definitiv zu heftig. Alleine. Zu zweit mit dem anderen ging das schon fit, aber... Das war ja Tee am Work. Was haben wir hier Feines? Schnauze. Du gibst mir Geld. Och nee, ne? Dungeon Time. Rote Flügel heißt Grabmotte, die müssten gehen. Komm her, Mothra. Ja, jetzt nicht hier rumspacken, ja, komm doch beide. Ach, das sind normale Grabmotten, ne? Die sind normal drauf. Oh ja. Genau. Aua. Lass mich in Ruhe. Sachen aus. Aua. Renn doch. Er schleicht hier wieder, ey. Jo. Ja, geil. Ich überleg's mir.
Das waren auch junge Grabmotten da unten bei der Höhle oder so. So heftig sind wir dann doch nicht. Wir sind dann doch irgendwo ein bisschen auf die Hilfe von den anderen angewiesen. So, Brudi, bitteschön. Hier, die wuseligen Ratten sind erledigt. Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Hier, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, 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 dann eben 25. Mehr hab ich sowieso nicht. Was? Jetzt müssen die Viecher nur noch ausgenommen und das Fleisch ins Lager gebracht werden. Das machst du am besten selber. Ich bin zu besorgen. Du bist echt der Größte, weißt du das? Alter. Ich brauch Bier, Alter. Vielleicht kann mir jemand Bier oder so verkaufen. Oh. Was kann ich mir noch so zu Genüsse führen hier? Oh, ein Brot. Das ist für Mana. Minze, Lebensenergie. Geil. Das sind halb Wurzeln, die sind schon nicer. Wollen wir mal. Ich kann dir nicht helfen. Wollen wir mal Dingens gleich die Arena-Kämpfe in Angriff nehmen, ne, würde ich sagen. Was ist? Was geht? Was geht? Enrico arbeitet wieder an seiner Arbeitsstelle. Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle. Oder so. Tatsächlich? Wie hast du das denn geschafft? Frag besser nicht. Na gut. Dank dir. Hier, nimm das Gold. So, kannst du dich wieder entspannen? 5 Gold. Kannst dich wieder entspannen. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donners spart. Gib mir aber 500 Gold? Wie viel Gold habe ich denn? Ja, wert. Gib mir Arbeiterkleidung. In Ordnung. Hier hast du sie. Alter, nice. Erste Rüstung. Also, ja, basically. Danke. Alter, so kann ich mich blicken lassen. Ich habe auch noch anderes zu tun. So, kann ich dem Keck da jetzt was von erzählen? Wüsste ich. Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Dein Kämpfer Ricardo ist nicht auf seinem Posten an der Ausgrabungsstelle im Sumpf. Na und? Wen interessiert das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mir damit auf den Sack zu gehen? Geht so. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwerts? Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Wertloser Plunder, ist zwar aus Gold der Kram, aber außer dem dämlichen Schmied will's keiner haben. Und der Spinner zahlt dafür viel zu wenig. Warum fragst du? Nur so. Nur so. Sieh mal einer an. Nur so also. Was? Soll ich dir was sagen? Wir werden ja bald erfahren, wie wichtig dir die Dinger wirklich sind. Aha. Sonst noch was? Ist denn falsch mit euch? So, wegen Broger. Wegen Broger. Ich hörte, Broger will den Don ablösen. Ich hörte, Broger will den Don ablösen. Klar will er das. Das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen. Wenn du verstehst, was ich meine. So, die Wache oben am Tempeleingang lässt mich nicht vorbei. Die Wache oben am Tempeleingang lässt mich nicht vorbei. Tatsächlich? Hast dir die Sache hier wohl leichter vorgestellt, was? Der Don will nur die besten Leute in seinem Tempel sehen. Oder solche, die ihm wertvolle Geschenke bringen. Geschenke? Frag mal unseren Schmied Oscar danach. Er hat schon vielen hier geholfen, den Don zu beeindrucken. Oscar ist ein guter Goldschmied. Und der Don steht auf ausgefallene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Goldschwert. Was weißt du über die Bruchstücke eines Goldschwerts? Was weißt du über Bruchstücke eines Goldschwertes? Ich weiß, dass Oscar solche Bruchstücke sucht. Und ich weiß, dass ausgerechnet Broger eins dieser Bruchstücke hat. Tja, und damit Ende der Geschichte. Wenn Oscar das Ding haben will, muss er Broger umhauen, um daran zu kommen. Meinst du, Oscars Goldschwert würde dem Don gefallen? Meinst du, Oscars Goldschwert würde dem Don gefallen? Du willst Oscars Goldschwert, um beim Don vorgelassen zu werden, was? Und wenn es so wäre? Naja,
Erstmal müsstest du alle Bruchstücke des Schwertes finden und zu Oscar bringen. Dann müsste Oscar das Schwert wieder zusammensetzen. Mhm. Tja, und dann musst du dir was einfallen lassen, wie du es Oscar wieder abnimmst. Hm, könnte funktionieren. Aber das wird nicht einfach. Weißt du, wo ich die finden könnte? Weißt du, wo ich die goldenen Bruchstücke finden könnte? Das weiß ich. Außer Brogas Bruchstück, meinst du? An deiner Stelle würde ich mal... Sorry, mein Mikrofon hat sich aufgehängt. Whatever, nicht das Spiel. Deswegen musste ich jetzt nochmal neu alles starten. Waren wir hier? Weißt du, wo ich die finde? Das weiß ich doch, dachte ich. Rachel ist etwas unentspannt. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Was haben wir noch? Ich denke, dass Louis sobald nicht mit dem Saufen aufhören wird, ja. Tja, so ist das halt. Gut, ich würde sagen, da haben wir wieder gut was geleistet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und steigen auf in der Hierarchie, in der Nahrungskette. Bis dahin, ciao!